Bewohner. Der Pennymarkt öffnet gleich wieder seine Pforten. Gott, sei doch ruhig, wenn er redet. Ja. Bitte. Aber wer kauft ein? Ich. Iris und Peter. Ihr bestimmt, wer den Einkauf übernehmen soll. Hm? Patricia? Ja. Iris? Ist nur eine Person, ne? Zwei. Ja, zwei. Eine Person. Eine Person. Ach so, ihr müsst euch da ein bisschen absprechen. Ach so. Ja, Patricia, ne? Ja. Ja, Patricia. Wolltest du jemand anderen? Nee. Patricia, wenn's fünf. Aber nicht nur Sekt. Ach, hör doch mal auf. Ja. Nimm Eistee. Ja, ist ja recht. Und Nudeln und Ketchup. Ganz ruhig bleiben. Iris, nennt den Namen. Ach so, Patricia macht das. Alles klar. Patricia, geh jetzt und sofort in den Pennymarkt. Ach so, ich krieg kein Geld mit. Sehr gut. Ja, du weißt Bescheid, ne? Also Nudeln, Toast, ja, Ketchup, schon. Salz. Mach das schon. Mach das schon. Ja. Honig. Wäre so schön. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Stopp. Hilfe. Genau da stehen bleiben. Wo sind die Nudeln? Patricia. Ja? Willkommen im Penny. Ja, danke. Dir steht heute ein Budget von 13 Euro zur Verfügung. Okay. Pass jetzt gut auf. Ja. Wir machen einen Testkauf. Okay. Nimm ein Produkt, sage, was es ist und scanne es an der Kasse. Gurke? Wieso geht es nicht? Hallo? Okay. Jetzt ist die Gurke gekauft. Warum? Weil du sie gekauft hast. Ja, aber ich dachte, es wäre ein Test. Ist es ja auch. Und wo drücke ich drauf zum Stornieren? Du denkst da richtig mit. Ja, natürlich. Ist immer noch ein Test. Das Storno. Ja, echt? Warum? Du musst auf den Mülleimer neben dem Produktnamen drücken und bestätigen. Welcher Mülleimer? Auf dem Display der Kasse. Ich sehe den nicht. Das hier? Ja, Mülleimer-Symbol. Das? Wo ist denn das? Oh, scheiße, bitte nicht. Auf dem Display. Kannst du antatschen. Wo denn? Ach so, rechts da. Rechts oben ist ein Mülleimer. Oh, Mann. Krass. Jetzt ist storniert. Ach, jetzt ist storniert. Okay, alles klar. Jetzt weißt du, wie es geht, oder? Ja. Ich weiß es nicht genau. Erzähl noch mal. Du nimmst einen Artikel, sagst laut, was es ist. Ja. Scannst es an der Kasse und legst es ins Körbchen. Verstehe, verstehe. Das ist Einkaufen. Du drückst das Mülleimer-Symbol oben rechts auf dem Display. Wenn ich es wieder weghaben will, oder was? Ja, oder weghaben musst, wenn ich es sage. Ach, weil du sagst. Okay, und dann muss ich es zurücktun? Korrekt. Krass, 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 Mann. Scheiße. Total krass. Beim Startsignal hast du 60 Sekunden Zeit zum Einkaufen. Hast du das verstanden? Nein. Was hast du nicht verstanden? Ja, warum nur 60 Sekunden? Wie soll ich denn das machen? Alle haben nur 60 Sekunden. Okay, alles klar. Alle haben nur 60 Sekunden. Du hast ein Budget von 13 Euro. Muss ich das einzeln nun immer nehmen, gell? Einzeln. Okay, alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Und immer den Namen sagen, was es ist. Ja, ja. Dann warte auf das Startsignal. Oh, bitte, lieber Gott, hilf mir. Penis! Scheiße! Ketchup! Oh, fuck! Ketchup! Spaghetti! Wir schließen 30 Sekunden. Oh, shit, Alter! Mayonnaise! Kartoffeln! Fuck, warum gehen die nicht?
bisschen mehr Gefühl. Zucchini! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hilfe! Die Zeit ist um. Scheiße! Oh mein Gott. 12:78. Sieht doch gut aus. Geil, geil. Oh mein Gott. Gutes Workout, ne? Wahnsinn, ich kann nicht mehr. Im Penny wollte ich eigentlich noch nicht sterben. Hey, Wahnsinn. Puh. Dann nimm den Einkauf und geh zurück zu den anderen. Oh Gott. Ist ja der Hammer. Oh Gott. Ah ja, gut. Wie viel Geld hattest du? Moment. Wie viel Geld hattest du? Ich weiß nicht, 13 Euro oder so. 12,78. Nur den Ketchup, Kartoffeln, geil. Denk dran, geschlemmt wird erst, wenn ich es sage. Ja, nee, ob ich gucke gar nicht mehr rein. Ich es sage. Patricia, komm mal bitte. Patricia, dir standen heute 13 Euro zum Einkaufen zur Verfügung. Du hast 12,78 Euro ausgegeben. Nicht schlecht fürs erste Mal. Was? Nicht schlecht fürs erste Mal. Du warst gestorben wieder in dem Pennymarkt. Geil gemacht. Hat er also die Eier? Natürlich, ich bin ein Mensch, Mann. Man ist so voller Adrenalin auch. Ja, aber total. Und wo das ist überhaupt? Ja. Ist groß? Nee, aber du musst es erst finden. Ja, ist nicht so einfach. Ich sag euch, deswegen vergessen manche. Hallo, mein Name ist Peter Klein und ich bin dabei bei Promi Big Brother 2023. Folge verpasst? Kein Problem. Schaut einfach nach, kostenlos auf Join.